Ich habe meine AirPods Max jetzt gut 10 Monate. Somit habe ich jede Menge Erfahrungen mit diesen Kopfhörern sammeln können. Ich nutze die AirPods Max vor allem zum Filme schauen, Musik hören und zum Video Editing. Ich habe noch etwa 600 Euro für die AirPods Max gezahlt, ein Preis, den ich noch nie zuvor für Kopfhörer gezahlt habe. Mittlerweile tendiert der Straßenpreis etwa zu 450 Euro. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich bei diesem teuren Kaufpreis durchaus das ein oder andere Mal daran gedacht habe, ob die AirPods Max diesen Preis wert waren und auch darüber, sie eventuell wieder zu verkaufen. In diesem Video möchte ich euch von meinen Erfahrungen nach 10 Monaten intensiver Nutzung berichten. Gibt es Abnutzungsspuren an den Ohrpolstern, am Kopfband, bei den Aluminium-Ohrmuscheln oder bei den Teleskoparmen? Wie schlägt sich der Akku nach 10 Monaten und habe ich den Kauf mittlerweile doch bereut? Diese und weitere Fragen beantworte ich euch nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und auf diesem Kanal dreht sich alles um spannende Technik-News, insbesondere von Apple. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und heute geht es, wie gesagt, um meine 10 Monatseindrücke von den AirPods Max. Und ich beginne mal mit den offensichtlichen Dingen, den Abnutzungsspuren. Und hier muss ich sagen, haben sich die AirPods Max trotz intensiver Nutzung auch exzellent gehalten. Kopfband und Ohrpolster sehen noch ziemlich neu aus. Es gibt keine Flecken, Risse, Beulen oder sonstige Abnutzungsspuren. Und auch die Memory Foam Polster schmiegen sich noch genauso geschmeidig um die Ohren wie zu Beginn. Auch die Teleskopstangen verhalten sich noch genau wie am ersten Tag. Einzig bei den Aluminium-Ohrmuscheln, da gibt es tatsächlich an der Stelle, wo die Ohrmuscheln aneinander stoßen, eine kleine Stelle, wo die Farbe abgegangen ist. Ich muss allerdings zugeben, dass mir die AirPods Max schmerzhafterweise auch einmal durch einen kleinen Unfall aus etwa einem Meter Höhe schwungvoll auf den Boden gekracht sind. Vielleicht ist diese Spur auch daher gekommen. Ansonsten haben die AirPods Max aber keine Abnutzungsspuren und sie sehen nach wie vor extrem hochwertig aus. Was die Akkulaufzeit angeht. Nun, ich hatte jetzt nie solche Probleme wie der ein oder andere Nutzer, wo der Akku über Nacht auf einmal leergesaugt war. Diese Probleme hatte Apple ja auch mit einem Software-Update, nach meinem Kenntnisstand, behoben. Ich benutze die AirPods Max auch immer ohne Hülle. Ich lege sie einfach auf Seite und setze sie wieder auf, wenn ich sie benutze. Die AirPods Max schalten sich dann schon von selbst nach einer Weile aus und so kann ich die AirPods Max meist ein paar Tage lang nutzen, bevor ich sie dann wieder ans Lightning-Kabel zum Aufladen stecken muss. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass die AirPods Max jetzt nie die ganz großen Akku-Champs waren. Die meisten anderen Kopfhörer haben hier Reserven bis zu 40 Stunden. Die AirPods Max, die liegen so bei um die 20 Stunden. Und ich muss auch sagen, dass ich gefühlt im Lauf der Zeit schon etwas weniger Akkuleistung aus den Kopfhörern bekomme. Ich muss sie etwas früher wieder ans Lightning-Kabel stecken. Das ist für mich jetzt keine allzu große Sache, aber ich denke, dass ich die Akkuleistung trotzdem eher als eine kleine Schwachstelle bei den AirPods Max verorten würde. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass diese im Laufe der Jahre ja weiter abnehmen wird. Wo ich gelegentlich mal Probleme hatte, war bei der Verbindung. Aber nicht, wenn sie einmal verbunden waren, sondern beim Gerätewechsel zwischen iPhone, iPad und MacBook. Meist wollten die Kopfhörer sich nicht richtig mit dem MacBook verbinden und ich musste sie sogar gelegentlich mal durch einen längeren Druck auf Krone und Button komplett resetten. Das scheint sich aber mittlerweile auch behoben zu haben. Diese Probleme habe ich nämlich jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt. Ich nehme an, dass Apple hier sowohl bei den AirPods Max in Sachen Firmware als auch bei macOS Bugfixes eingespielt hat. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Soundqualität. Und ich muss zugeben, dass ich zwischendurch auch echt mal den Gedanken hatte, die AirPods Max wieder zu verkaufen. Das war allerdings bevor der Straßenpreis auf 400 bis 450 Euro gefallen ist. Ich hätte halt noch viel Geld damals dafür bekommen. Und es war immer so ein Hin und Her, ob mir die Qualität den Preis wert war. Insbesondere, weil mich bis heute nervt, dass meine Ohren unter den Ohrpolstern doch
sehr warm werden, was mich dann auch teilweise vom Arbeiten oder Filmeschauen ablenkt. Aber letztlich war es immer so. Egal welches Genre ich gehört habe, ob elektronische Musik, Pop, Klassik oder Jazz, die AirPods Max haben absolut geliefert und stets die beste Klangqualität gebracht, die ich je von Kopfhörern bekommen habe. Und das auch über AAC und Bluetooth. Und auch wenn man mit den AirPods Max keine absolute Lossless-Qualität bekommt. Eine Kabelverbindung kann in der Theorie auch bei den AirPods Max nochmal ein klein wenig mehr Qualität aus den Kopfhörern kitzeln. Und wie ich mich oft belesen habe, soll die Qualität hier im Vergleich bei Apple Music auch hörbar über der aktuell besten Qualität von Spotify liegen. Das kann ich jetzt leider nicht so genau beurteilen, weil ich halt selber nur Apple Music-Nutzer bin. Was Dolby Atmos bei Musik angeht, das ist so ein Hit and Miss. Vielfach bei neueren Tracks ist es so, dass Dolby Atmos hier durchaus nochmal eine Erlebnissteigerung bieten kann und die Instrumente beeindruckend räumlich um einen herum erscheinen. Aber es kann auch den Fall geben, dass Dolby Atmos Tracks das Musikerlebnis echt verschlimmbessern. Trotz allem ist 3D Audio bei Musik natürlich auch eine willkommene Neuerung und die Qualität wird sich hier mit Sicherheit weiter verbessern, wenn die Komponisten und Audioingenieure den neuen Standard bei Musikstreaming-Diensten komplett verinnerlicht haben. Was man aber auch sagen muss, Dolby Atmos und Lossless gleichzeitig gibt es nicht. Entweder oder. Lossless Audio klingt nicht automatisch besser als Bluetooth Audio über AAC. Lossless ist definitiv näher am Original dran. Es kann aber auch durchaus sein, dass ein gut abgemischter Dolby Atmos Track über Bluetooth und AAC mit den AirPods Max gleichwertig oder besser klingt als ein Lossless Track. Und es hängt hier auch sehr vom persönlichen Geschmack und natürlich auch der Hardware ab, die man sonst im Haus hat. Wenn beispielsweise hier bei mir mit dem Apple TV 4K, da höre ich dann schon einen deutlichen Unterschied zwischen Lossless und normaler Musik. In Sachen Soundqualität bei Filmen hauen mich die AirPods Max regelmäßig aus den Socken. Insbesondere die ultratiefen Frequenzen und 3D-Audio erzeugen absolute Kinoatmosphäre. Bei Dolby Atmos Unterstützung ist die virtuelle Ortung der Geräusche um einen herum sehr beeindruckend und präzise. In Sachen Klangqualität, Sprachverständlichkeit und auch räumliche Lokalisierung können die AirPods Max hier ohne weiteres mit teureren Heimkinoanlagen mithalten. Auch wenn es nur für einen selber und nicht für Mitzuschauer ist. Eine Sache, die ich in diesem Zusammenhang mega schade finde, ist, dass es keine 3D-Audio-Unterstützung gibt, wenn man sich das Audio mit einem Partner oder Freund teilt. Also beispielsweise einen Film am Apple TV schaut, einer hat die AirPods Max, ein anderer die AirPods Pro oder AirPods 3, dann gibt es kein 3D-Audio. 3D-Audio funktioniert nur, wenn man alleine schaut oder Musik hört. Das ist super schade, denn das wäre wirklich ein Ersatz für eine Heimkinoanlage gewesen. Was das Noise Cancelling, den Transparenzmodus und auch die Mikrofonqualitäten angeht, finde ich, dass die AirPods Max ebenfalls zum absolut besten gehören, was ich bislang auf Kopfhörern erlebt habe. Die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr effektiv und nicht nur gleichbleibende Geräusche werden wirkungsvoll eliminiert, sondern auch Gespräche und Kindergeschrei deutlich gedämpft. Der Transparenzmodus ist absolut hervorragend, die Geräusche kommen sehr natürlich durch, man kann sich wunderbar unterhalten, wenn man die Kopfhörer auf hat. Auch wenn man in einem Büro sitzt, kriegt man so wunderbar noch mit, was um einen herum geschieht oder kann das eben durch einen simplen Knopfdruck auf Wunsch mit dem Wechsel zur Geräuschunterdrückung ausblenden. Und auch was die Mikrofonqualität angeht, sind die AirPods Max von sehr guter Qualität. Meine Gesprächspartner konnten bislang nicht unterscheiden, ob ich mit dem iPhone oder über die AirPods Max telefoniere. Die AirPods Max taugen, auch wenn sie sich nicht so falten lassen, als Reisekopfhörer, wenn man mit dem Flugzeug oder der Bahn reist. Für den Sport und zum Joggen, da würde ich sie nicht verwenden, dafür sind sie zu schwer und die Ohren werden wie gesagt auch sehr warm und außerdem sind die Ohrpolster jetzt auch nicht gerade optimal zum Schweiß aufnehmen. Auch zum Schlafen sind die AirPods Max nicht geeignet, für einen kleinen Powernap zwischendurch, da taugen sie schon. Zum Arbeiten sind sie super und zum Konsumieren von Filmen und Musik
absolut genial. Als Kopfhörer zum Telefonieren taugen sie auch, aber hier finde ich sie nicht ganz so komfortabel. Mein Fazit. Also, ich habe ja mittlerweile doch schon recht viele Kopfhörer auf den Ohren gehabt. Und ich muss nach wie vor sagen, dass die AirPods Max die absolut besten Kopfhörer sind, die ich je hatte. Sie setzen sowohl bei der Filmwiedergabe als auch bei Musik Maßstäbe und sind ein wahrer Genuss zum Hören. Auch, dass man sie problemlos über mehrere Apple-Geräte hinweg nutzen kann und sie eben nicht über einen An- und Ausschalter verfügen, sondern man sie einfach nur aufsetzt oder absetzt, empfinde ich im Alltag als Komfortgewinn und nicht als Nachteil. Als kleine Schwäche sehe ich, wie gesagt, die Akkulaufzeit auf lange Sicht sowie die Wärmeentwicklung beim längeren Tragen, wobei dieses Problem eben auch alle anderen geschlossenen Kopfhörer haben. Also, dass ich warme Ohren beim Tragen bekomme und nicht, dass die Kopfhörer warm werden. Falls euch guter Sound wichtig ist, ihr gute Kopfhörer sucht und die AirPods Max vielleicht irgendwo im Angebot bekommt, dann glaube ich nicht, dass sie euch enttäuschen werden. Ja, selbst 400 oder 450 Euro sind für Kopfhörer natürlich noch eine Menge Geld. Aber die AirPods Max sind robuste, edle und langlebige Kopfhörer, die auch ohne komplett verlustfreie Unterstützung exzellent klingen. Letztlich hat mich die herausragende Klangqualität dann doch jedes Mal davon abgehalten, die AirPods Max zu verkaufen. Ich kenne bislang keine vergleichbaren Kopfhörer, welche in jedem Genre liefern, bei denen Filme schauen in 3D-Audio so viel Spaß macht und die ich so unkompliziert über mehrere Apple-Geräte hinweg nutzen kann. Das ist meine Meinung nach 10 Monaten zu den AirPods Max. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Video, euer Fabian.